Da lassen sich Amal Clooney und die Zwillinge Ella und Alexander nicht lange bitten, während Papa George für seinen neuen Film vor der Kamera stehen muss, lassen sie es sich abseits der Dreharbeiten auf Hamilton Island gut gehen. Bevor Familie Clooney in Richtung der Luxusinsel fliegen konnte, mussten sie eine 14-tägige Quarantäne absitzen. Doch das sollte für Amal, 43, und George Clooney, 60, kein großes Problem gewesen sein. Schließlich verweilte das Ehepaar mit den Zwillingen Ella und Alexander, beide 4, in dieser Zeit in einem 9-Millionen-Dollar-Palast im australischen Bundesstaat New South Wales. Das berichtet die britische Zeitung Daily Mail. George plus Amal Clooney, so versüßen sie sich die Quarantäne, eine absolute Ausnahme. Denn während Amal und die Kinder auf Hamilton Island in Queensland die Seele baumeln lassen können, ist Papa George hier, um seinen neuen Film Ticket to Paradise zu drehen. Und während alle anderen Crewmitglieder in Australien die üblichen Quarantänehotels aufsuchen mussten, wurde für Familie Clooney eine der exklusivsten Residenzen Australiens gebucht, die Mount Robertson Farm. Die Farm in den Hügeln der Southern Highlands im ländlichen New South Wales ist ein Hollywood-Refugium mit beeindruckender Aussicht, Regenwald-Themenrestaurant, einem Theater sowie einem Billardzimmer. Das Anwesen liegt in einem abgelegenen Teil der Stadt und ist mit seinen weitläufigen Anlagen und gepflegten Gärten so etwas wie eine Festung Australiens. Sicherheitsleute patrouillieren auf dem Außengelände, während KöchInnen, KellnerInnen, HaushälterInnen und AufpasserInnen im Inneren rund um die Uhr zur Verfügung stehen, berichtet Daily Mail. Weiterreise mit dem Privatjet, das palastartige Anwesen, das einst dem millionenschweren Immobilienentwickler John Boyd und seiner 40 Jahre jüngeren Frau Marley gehörte, kann, wenn es nicht gerade vermietet ist, auch für Hochzeiten und Geschäftsveranstaltungen gebucht werden und wurde sogar schon als Kulisse für diverse Filme genutzt. Kein Wunder also, dass sich George Clooney für diesen Ort in seiner Quarantänezeit entschieden hat.